Herzlich willkommen. Du willst etwas wissen über 4 Tipps von Buddha für eine achtsame Lebensführung. Mein Name ist Roman Braun. Ich bin Trainer, Speaker, Coach und Autor. Ich habe über 100.000 Menschen erreicht mit meinen Seminaren und Büchern. Ich wünsche dir, dass du für dich jetzt nicht nur diese kurze Lust und Laune hast, dich für Achtsamkeit zu interessieren, weil das vielleicht gerade modern ist, sondern dass du wirklich schon für dich erfahren hast, was Achtsamkeit hergibt. Vielleicht weißt du das, im Springer Verlag, dieser renommierte medizinische Verlag, der hat seit ein paar Jahren eine Zeitschrift, die heißt Mindfulness, also Achtsamkeit. Und da werden vierteljährlich gepostet, also veröffentlicht, die besten Studien zum Thema Meditation und achtsame Lebensführung. Keiner der Spitzensportler, mit dem ich in den letzten Jahren zu tun hatte, und das waren einige Weltmeister und Olympiasieger, kein Top-Performer im Business, niemand, der inneren Erfolg wirklich lebt, kommt ohne Meditation und oder achtsame Lebensführung aus. Es ist so eine halbe Stunde, Stunde meditieren jeden Tag nicht jedermanns Sache. Aber achtsame Lebensführung wirkt ähnlich positiv, das sagen Studien dazu. Und was bedeutet das? Naja, das bedeutet, dass wir aus dem Hamsterrad des permanenten Reagierens auf Reize von außen aussteigen. Dass wir etwas tiefer atmen, unseren Körper spüren und unser Leben als Geschenk erkennen. Das heißt, Pause machen, uns eine Pause gönnen und von einem Mentorraum weg auf unser Leben mal schauen und mehr Dinge wahrnehmen als jene, die für eine bloße Zielerreichung gerade wichtig sind. Dadurch entstehen nämlich derartige Scheuklappen, dass wir den ganzen Rest des Lebens versäumen. Leben ist das, was passiert, während wir damit beschäftigt sind, andere Pläne zu haben, sagt John Lennon in einem Song an seinen Sohn. Und es gibt tatsächlich aus dem Buddhismus 4 Tipps für eine achtsame Lebensführung. Und ich rate dir, probier das mal aus, so ein paar Tage lang von da weg, stell dir ab und zu diese 4 Fragen. Nämlich, der erste Tipp ist, also es geht um diese 4 Reminder. Der erste ist, erkenne und gestehe dir ein, dass als Mensch geboren zu sein eine große Chance ist. Im Buddhismus gilt das als die größte Chance, um sich weiterzuentwickeln, um Karma loszuwerden, um der Erleuchtung in die Nähe zu kommen. Man hat in diesem philosophischen Gebäude des Buddhismus auch noch 5 andere Möglichkeiten für eine Inkarnation. Das geht los bei Höllenwesen, die permanent leiden, und Hungry Ghosts, die nie genug bekommen können, oder als Tier. Dann kommt Mensch und darüber kommen Götter, eifersüchtige Götter und richtige Götter. Was uns, glaube ich, leicht plausibel erscheint, ist, dass natürlich als Mensch geboren zu sein eine höhere Gnade ist als Tier oder Hungry Ghost oder Höllenwesen. Aber warum ist es auch besser, als Gott geboren zu werden? Simpel deshalb, weil man als Gott zu wenig Widerstand hat, nichts lernen kann, sich nicht entwickeln braucht. Es ist einfach zu leicht. Das ist ungefähr so, wenn du mit deinen Kumpels unterwegs bist irgendwo und am Stammtisch sitzt, da kannst du echt jeden Quatsch sagen. Du lernst nichts dazu, weil sie dir jeden Blödsinn durchgehen lassen. Als Mensch geboren zu sein bedeutet, dass du die Chance drauf hast, Probleme zu bewältigen, Dinge zu lernen auf einer kognitiven und emotionalen Ebene. Das heißt, die erste Erinnerung von Buddha für eine achtsame Lebensführung ist zu sagen, es ist eine hohe Gnade, als Mensch geboren zu sein. Ich will sie nützen. Erster Reminder. Zweiter Reminder. Ja, das ist ein unglaublich wichtiger Punkt für positiv Denken, nämlich der Tod. Und zwar zu wissen, dass der Tod eine Realität ist. Einer meiner Zen-Lehrer, Thich Nhat Hanh, hat mal gesagt, das ist so ein schmächtiger vietnamesischer Zen-Mönch. Es gibt viele Videos von ihm auf YouTube, ich empfehle ihn sehr. Und er hat mal in seiner sanften Art gesagt, in Bezug darauf, nämlich gedenke deines Todes. Wisse, wir leben nicht ewig. Es kommt uns oft so vor, als würden wir ewig leben und wir sind mal echt wirklich schlecht drauf so eine Zeit lang und denken uns, ich bin später mal glücklich. Ich verschiebe es auf den Urlaub oder ich verschiebe es auf die Pension, ja? Und dann lasse ich die Sau raus.
das hält keine Sau aus. Also wenn du die Sau einsperrst bis zur Pension, die ist tot bis dorthin. Da läuft nichts mehr. Und wer weiß, ob du überhaupt bis dorthin kommst, wenn du dein Leben als Geschenk nicht siehst. Und Thich Nhat Hanh hat gesagt, es geht nicht darum, irgendwie philosophisch zu sagen, ja, wir sind alle sterblich. Sondern es geht darum, das als Gewissheit zu erleben. Und er hat gesagt, es ist so ähnlich, imagine you are on a transatlantic flight in the middle of a night. Du bist also bei einem Transatlantikflug in der Mitte der Nacht und plötzlich hast du Turbulenzen. Big ones, so that your food is on the ceiling. Und das, was du dann empfindest, die Scheißangst, die du dann hast, wenn du dich festhältst, ist auch shit. Das ist diese Realität, mit der wir zur Kenntnis nehmen sollen, dass es Tod gibt in diesem Leben. Und uns dann vielleicht jede Minute kostbarer erscheint. Wir nicht immer nur im Hamsterrad treten, sondern auch mal auf die Seite gehen und durchatmen, die Menschen ansehen, unser Leben bisher und uns überlegen, was ist wirklich mein Ding. Zweiter Reminder. Dritter. Karma. Bitte bleibt dran, obwohl dieser Begriff so ausgelutscht ist. Das, was damit gemeint ist, ist etwas ganz Konkretes. Das, was du jetzt denkst, erzeugt dein Gefühl im nächsten Moment. Das ist schon Karma. Das Bild, das ich dazu gelernt habe, war auch, stell dir vor, das Leben ist ein großer Fluss. Und du gehst hinein in den Fluss. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst in den Fluss hineinsetzen einen Korb voller Geschenke, voller Blüten und Früchte. Oder du pisst hinein in den Fluss. Bevor du das eine oder das andere machst, schau ein bisschen flussabwärts, weil dort siehst du dein älteres Ich, das empfängt, was du hineingibst. Bedenke das. Wie gehst du mit dir selber um heute? Was gibst du hinein in deinen Fluss des Lebens? Du wirst es selber, im wahrsten Sinn des Wortes, ausbaden. Bedenke das. Dritter Tipp für eine achtsame Lebensführung. Vierter und letzter Tipp. Und das ist deshalb so wichtig, weil die Grundregel lautet, ja, in diesem Leben gibt es immer wieder Schmerz und Leid. Immer wieder. Nichts, was du tust, kann dir zukünftiges Leid ersparen. Es gibt so extreme Schulen des Positivdenkens, wo man dir sagt, tu dies, tu 1 bis 6 und du wirst für immer glücklich und erfolgreich sein. Das tut so, als könnte ich wirklich irgendwas tun und wenn ich mich nur stark genug bemühe und laut genug Chaka rufe, dann werde ich nie mehr Schmerz und Leid haben. Und irgendwo tief drin wissen wir, das ist Unsinn. Ist es auch. Es werden permanent in der Welt Dinge passieren, die uns nicht passen, die uns nicht recht sind. Ich werde zukünftige Schmerzen überhaupt nie verhindern können. Ich werde aber zukünftiges Leid verhindern können. Schmerz ist jenes Signal, das mir sagt, so wie ich gerade unterwegs bin, passe ich mit der Welt nicht zusammen. Ich muss entweder jetzt die Welt ändern oder mich ändern. Schmerz ist ein Signal. Leid ist etwas anderes. Leid ist ein Bedauern darüber, dass es Schmerzen gegeben hat, die nicht notwendig waren. Zukünftiges Leid kannst du verhindern, nicht durch etwas, das du tust, sondern dadurch, dass du deine Wahrnehmung veränderst. Dass du dich darin übst, anders auf die Dinge des Lebens zu schauen. Dass du, wie dieses chinesische Schriftzeichen für Krise, zweiteilig denkst über die schweren Zeiten. Das chinesische Schriftzeichen für Krise ist einerseits Gefahr und andererseits Chance. Wenn dir das gelingt, hast du deine Wahrnehmung geändert. Es kommt dir etwas entgegen und es erscheint dir gefährlich und schmerzhaft und du weißt aber, da gibt es eine andere Seite. Da ist auch eine Chance darin. Wenn dir das gelingt, bist du achtsam unterwegs. Das wünsche ich dir. Es ist gut für dich und für die Menschen, die rundherum mit dir zu tun haben. Ich bin Roman Braun und freue mich sehr darüber, dass wir hier eine Zeit lang miteinander unterwegs waren. Alles Gute!